Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr könnt mich heute begleiten auf der letzten Fahrt zusammen mit meinem alten Model S 75. Denn wir fahren heute an den Bodensee, einen kleinen Kurzurlaub, und dabei überführe ich dieses Auto zu seinem neuen Besitzer. Der sitzt nämlich in Österreich am Bodensee. Und das sind von Bremen aus so ungefähr 700 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche. Und da müssen wir natürlich ein paar Mal laden. Und da ich den Wagen ja dort lasse und ich ja irgendwie zurückkommen muss, fahren wir natürlich mit zwei Autos. Das heißt, ich fahre mit dem Model S 75, was dann da bleibt. Und Nasilla fährt mit dem Tesla Model Y Long Range. Aber wir haben uns jetzt eine Challenge gesetzt. Ich habe natürlich Free Supercharging. Ich lade natürlich nur an den Superchargern unterwegs. Und Nasilla lädt an Nicht-Superchargern. Das heißt, sie lädt an Ionity. Und laut Better Route Planner muss sie dreimal laden. Und sie ist wahrscheinlich auch 30 bis 40 Minuten schneller da. Und wir fahren im Prinzip unabhängig voneinander. Wir fahren zwar gleichzeitig los, aber unsere Ladestrategie ist ja, wie gesagt, unterschiedlich. Und dann wollen wir doch mal schauen, erstens, wie die Verbräuche bei diesen beiden Autos sind auf der gleichen Strecke. Und wie viel schneller Nasilla mit dem Model Y ist, die ja eine viel höhere Ladeleistung hat. Also ich habe hier ja nur 100 kW in der Spitze, sie hat bis zu 250 kW in der Spitze. Die Akkus sind nominal relativ ähnlich. Also ich habe hier einen 75 kWh Akku, das Model Y hat einen 82 kWh Akku. Davon sind so 74 nutzbar. Ich habe hier schon ein bisschen Degradation, der Wagen ist ja 7 Jahre alt. Das heißt, ich habe so ungefähr 66 kWh nutzbar. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel Zeitunterschied das wirklich ist auf der 700 Kilometer Strecke. Ich bin mega gespannt und ich bin auch so ein bisschen wehmütig, weil es die letzte lange Fahrt mit meinem schönen Auto ist. Aber ich nehme euch natürlich mit, ihr seid also dabei, wird ein spannendes Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, los geht's. Unsere erste Etappe geht bis Lutherberg. Das sind von hier aus 264 Kilometer. Ich mit meinem alten Model S schaffe das gerade so. Ich habe 100% im Akku und bin dann mit 5% in Lutherberg. Und Nasilla mit ihrem Model Y, da stand dann jetzt 19% auf der Uhr, dass sie mit 19% in Lutherberg ankommt. Es könnte sogar sein, dass das Navi sich entscheidet, nee, das ist mir zu knapp, du schaffst es doch nicht und ich muss noch einen Supercharger vorher raus. Da gibt es noch einen, der ist, glaube ich, 50 Kilometer oder 40 Kilometer früher. Den könnte ich dann nehmen. Das wäre natürlich ein bisschen doof, weil wir dann ja nicht mal am gleichen Ort laden, weil in Lutherberg gibt es sowohl Tesla-Stalls, ich glaube mindestens 16, und es gibt da auch 4 oder 6, ich bin mir nicht sicher, Ionities. Und das wäre ja praktisch, wenn wir da auch zusammen noch laden könnten. Danach werden sich unsere Wege leider dann trennen, weil die Ionities dann nicht immer an demselben Standort sind wie die Supercharger. Wir werden wahrscheinlich so 8 bis 9 Stunden Zeit brauchen für die Strecke. Ja, wir sind jetzt 80 Kilometer unterwegs und ich habe gerade 21,9 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ich fahre so um die 130, 135 und Nasilla ist doch schon ein paar Kilometer voraus. Wir teilen hier den Standort. Ich würde mal sagen, so 10, 15 Kilometer ist sie schon weiter als ich. Sie fährt also deutlich schneller. Ja, momentan hat sich der State of Charge bei der Ankunft in Lutherberg deutlich erhöht. Ich bin jetzt bei 11% statt 5. Also kann ich vielleicht gleich noch wieder ein bisschen schneller fahren. Und ja, das, was das alte Model S hier hat, dieser Reichweitengraph oder dieser Energiegraph mit dieser geschätzten Reichweite, die ziemlich genau ist übrigens, das hat ja mein neues Model S nicht. Und das vermisse ich tatsächlich total, weil das ist wirklich ein super Anhaltspunkt, um abzuschätzen, wie viele Kilometer komme ich eigentlich noch. Jetzt habe ich noch 70% und das reicht hier für 231 Kilometer. Und bis Lutherberg sind es noch 184 Kilometer, also habe ich deutlich Puffer. Und da diese Anzeige bzw. diese Berechnung relativ genau ist, weiß ich auch, dass das sehr zuverlässig ist. Das heißt, ich fahre jetzt 130, kann ja locker 140 fahren, gar kein Problem.
Bald sind wir in Lutherberg. Das dauert noch rund 20 Minuten, 30 Kilometer sind es noch. Wir haben jetzt noch 57 Kilometer Rest, also immer noch so knapp 30 Kilometer Puffer rund. Und wir haben jetzt noch 17% im Akku, also alles gar kein Problem. Wir sollen jetzt mit 6% da ankommen. Haben wir ein bisschen Gas gegeben, also sind schneller gefahren, 140, 145, damit das möglichst niedrig ist, der Akkustand. Denn ihr wisst ja vielleicht, je niedriger der Akkustand, desto schneller kann man laden. Und ich will natürlich möglichst lange die 100 kW hier von dem Model S 75 auskosten. So, dieser Wagen, der schafft die 100 kW so ungefähr bis 45% und dann geht es so langsam linear runter. So dass ich dann von 10 bis 80 immer so 35 bis 38 Minuten brauche. Und ich werde wahrscheinlich auch wieder bis 80 hochladen. Muss ich mal gucken, wo ich das nächste Mal stoppe. Das wird mir dann das Navi sagen. Ja, ob das eine gute Idee war hier mit Lutherberg. Also Nasilla hat nämlich gar nicht geladen, denn bei Ionity ist totaler Ladestau. Es gibt hier 6 Stalls, alle 6 sind besetzt und jetzt warten da schon 3 weitere Elektroautos. Ich lade hier an den Tesla Superchargern. Ich habe aber auch nur, ja gut, 92 kW gerade. Hier laden noch, was lädt denn hier? Hier laden noch 2 Teslas außer mir und ein Golf-Variant steht an einem Supercharger-Stall. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Und da kommt auch schon der nächste EQA und stellt sich in die Ladeschlange. Also hier ist wirklich die Hölle los. Ja, da sieht man mal die Nachteile, ne? Also wenn man nicht mit dem Tesla unterwegs ist und an Ionity laden muss, dann ist die Ladeinfrastruktur gerade an Feiertagen so wie heute. Wir haben nämlich Himmelfahrt und es ist schönes Wetter. Da ist die Ladeinfrastruktur echt zu dünn. Was haben wir hier? 14, 16 Plätze. Die 16 Plätze in Lutherberg, das ist doch wenigstens mal ordentlich. Aber die 6 von Ionity, das ist einfach zu wenig. Da muss mehr passieren. Und Nasilla, scheiße so, ne? Wenn man bei Ionity laden muss und du musst aufs Klo und kannst nicht, weil du hier warten musst. Richtig, das ist so ätzend. Ich meine, du könntest natürlich auch am Supercharger laden, aber wir haben natürlich ausgemacht, dass wir das gerade nicht machen, weil wir das in diesem Video mal zeigen wollen, wo hier die Unterschiede sind. Und das ist natürlich das Paradebeispiel hier. Ja. Ja, 3 Teslas laden an 16 Stalls und... Ein Verbrenner steht da auch nur drin. Ja gut, der Golf-Variante, weiß nicht, was der da macht. Und 6 andere E-Autos laden an 6 Stalls und 2 stehen jetzt noch hinter uns. Na super. Ja okay, wir haben es echt aufgegeben, hier mit dem Model Y bei Ionity zu laden. Das wurden einfach immer mehr Autos, die auch teilweise jetzt hier schon sich vorgedrängelt haben, bevor es dann jetzt hier zu Schlägereien kommt. Haben wir einmal gesagt, komm, wir warten hier locker eine halbe Stunde, bis wir dran sind. Das ist total ätzend. Wir stellen uns mit dem Model Y doch an den Supercharger. Also, ihr fragt euch dann immer mal, ja, warum fährt man Tesla? Ich sag euch unter anderem genau aus diesem Grund. Ihr mögt ja das Auto scheiße finden, aber das Ladenetzwerk, das ist einfach das, was das unglaublich bringt. Und wenn du hier 16 Stalls hast zur Auswahl, im Gegensatz zu 6 Ionities, das ist einfach ein Vorteil, ja, der ist unschlagbar. Ja, da kann man sehen, der gesamte Zeitvorteil vom Model Y ist komplett für die Tonne. Nasilla war ja locker 10 Minuten früher hier als ich und musste dann aber ja ganz lange bei Ionity warten und wir haben es dann echt aufgegeben, weil das war uns dann doch zu blöd. Wenn man hier irgendwie 14 freie Tesla-Stalls hat, dann stellt man sich dann doch nicht irgendwie so lange in die Schlange für Ionity. Und jetzt ist sie aber wieder los. Sie fährt jetzt zum nächsten Ionity. Der ist ungefähr in 200 Kilometer Entfernung, genau wie bei mir. Ich fahre jetzt zu Gramschatzer Wald. Das sind von hier aus 199 Kilometer. Ich komme jetzt mit 3% an. Ich werde noch ungefähr 5 bis 10 Minuten hier stehen, um ein bisschen Puffer zu haben, damit ich auch mal ein bisschen schneller fahren kann. Und ja, bei Nasilla war es so, sie ist mit einem Verbrauch von 22,5 hier angekommen und ist aber auch wirklich geheizt, 150, 160, wie gesagt. Aber das hat ihr überhaupt nichts genützt. Am Ende war sie jetzt wirklich nicht viel schneller als ich. Also jetzt ist sie zwar schneller abgefahren, weil der Wagen einfach schneller lädt. Sie war jetzt knapp bei 70%. Da bin ich jetzt auch gerade. Aber ich lade noch bis 75% hoch. Das dauert, wie gesagt, noch ungefähr 5 Minuten. Ja, dann geht's wieder weiter. Zweite Etappe, Gramschatzer Wald. Und danach müssen wir noch einen Stopp machen. Also insgesamt 3 Ladestopps, bis wir dann am Bodensee heute Abend ankommen.
Ja, noch 30 Kilometer, dann sind wir in Gramschatzer Wald. Wir haben jetzt noch 19% und wie viel Kilometer Restreichweite? 68, also locker. Wir kommen auch mit 10% da an, also wir konnten gar nicht so schnell fahren, wie wir gewollt hätten, weil es doch hier total kurvig ist. Die A7 hier, die schlängelt sich so durch die Hügel und da kann man echt nicht so schnell fahren. Außerdem ist doch der Verkehr relativ dicht. Aber was ich jetzt sehe, ist, dass Nazilla hier doch wieder ein ordentliches Tempo vorgelegt hat. Also ich glaube, die ist schon bald am Ionity. Also sieht das zumindest hier auf der Karte aus. Ja, da wird sie jetzt hoffentlich einen richtigen Vorsprung rausladen, vorausgesetzt, sie hat da einen freien Platz und muss nicht wieder warten. Naja, bei mir sind jetzt 7 Plätze frei, sehe ich hier auf der Karte, von 16. Also die Hälfte ist auch voll bei Tesla. Auch ganz ordentlich. Aber 7 Plätze, da ist ja noch genug Auswahl. Ja, wir sind in Gramschatzer Wald angekommen, laden jetzt hier, haben schon wieder ein paar Prozent nachgeladen und wir müssen jetzt noch einmal stoppen, bis wir am Bodensee sind. Und zwar ist das in Illertissen. Das ist von hier 213 Kilometer entfernt. Das heißt, da werde ich wieder so bis 80% aufladen. Jetzt haben wir gerade Mittagszeit. Ich werde jetzt mal gucken. Ich glaube, da vorne habe ich irgendwie gesehen, dass man da einen Burger essen kann. Da werde ich mir jetzt was zum Mittag holen. Und wenn ich das aufgegessen habe, dann sollte ich eigentlich auch schon wieder so weit sein, dass ich hier weiterfahren kann. Ja, hier sind 16 Stalls, davon 8 alte V2 und 8 V3. Also ich hier mit meinem alten Model S, mir reichen ja auch V2 Supercharger, weil ich ja noch den alten Stecker habe. Ich habe aber auch so ein CCS-Adapter-Kit mir damals gekauft, sodass ich auch an CCS laden kann natürlich. So, aber jetzt erstmal Mittag. So, wir haben jetzt 37 Minuten hier gestanden, einen Burger gegessen und jetzt haben wir wieder 78%. Das sollte reichen. Wir kommen mit 6% in Illertissen an, sagt das Navi. Das reicht mir ja völlig, also fahren wir jetzt mal weiter. Nazilla ist schon längst unterwegs, hat jetzt doch einen ordentlichen Vorsprung rausgeholt. Das werde ich wohl nicht mehr einholen. In Illertissen mit 4% angekommen, also fast eine Punktlandung. Und jetzt müssen wir noch hier ein bisschen laden, weil wir haben noch 100 Kilometer bis zu unserem Hotel am Bodensee. Das ist jetzt nicht mehr viel. Also wir müssten vielleicht bis 40% laden, aber ich lade natürlich ein bisschen mehr, damit ich da noch ein bisschen Reichweite habe, wenn ich da bin im Hotel. Und hier in Illertissen sind 14 Tesla-Stalls. Davon sind quasi 7 auch schon belegt. Und wir haben hier auch wieder 6 Ionities. Das ist quasi so eine Tankstelle mit Waschanlage und hier sind eben Supercharger und Ionities auf dem Gelände. Und es warten auch schon wieder 3 E-Autos, die quasi bei Ionity laden wollen, aber im Ladestau stehen. So, bis 52% haben wir geladen, weil wir jetzt mit 24% da am Zielhotel ankommen. Das reicht uns natürlich völlig. Haben wir hier echt nicht lange gestanden. Und jetzt sind auch die Ionities wieder ein bisschen freier. Ja, 2 Stalls sind frei. Ne, 3. Und jetzt geht's weiter, die letzten 100 Kilometer. In ungefähr einer Stunde müssen wir da sein. So, jetzt ist es 16.29 Uhr. Genau 9 Stunden haben wir gebraucht für insgesamt 790 Kilometer tatsächlich. Und der Durchschnittsverbrauch lag jetzt am Ende für die gesamte Strecke bei 20,6 Kilowattstunden bei mir. Ja, Nazilla ist schon eine halbe Stunde früher hier gewesen. Und wenn wir in Lotharberg nicht eine Viertelstunde auf Ionity gewartet hätten, dann wäre sie auch 45 Minuten schneller gewesen. Also so ist es halt nur eine halbe Stunde geworden.
Aber hey, halbe Stunde haben oder nicht haben, das macht schon was aus, finde ich, auf so einer Strecke. Ja, also du warst eine halbe Stunde schneller als ich und du hast 20,5 Kilowattstunden verbraucht. Ich habe 20,6 Kilowattstunden verbraucht. Da warst du tatsächlich ein bisschen sparsamer am Ende. Was mich ein bisschen wundert ist, dass du 780 Kilometer gefahren bist und ich bin 790 Kilometer gefahren. Das ist ja merkwürdig. Keine Ahnung. Ich meine, das ist auch nicht dieselbe Autobahn, verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, ja, jetzt sind wir beim Hotel. Es ist jetzt, wie gesagt, 16.49 Uhr schon. Wir checken jetzt ein und dann machen wir uns noch einen schönen Abend. Und morgen muss ich mein Model S abgeben. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, das Hotel hat einen eigenen Bodensee-Badestrand. Das ist der hier. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Roadtrip. War das 2019, ne? War lange her. Mhm. 2019 haben wir am Bodensee Urlaub gemacht. Knapp zwei Wochen. Und war aber super schönes Wetter und war mörderheiß, 38 Grad. Ja, heute ist es 15 Grad und leider ziemlich bewölkt, also ein bisschen kalt. Also mit Baden ist irgendwie nicht. Ein Vorteil hat ja dieses kühle Wetter. Der Aperol, der kann einfach nicht warm werden. Der bleibt immer schön kalt. Ja, jetzt bin ich hier am Supercharger in Bregenz und hier ist ja so eine Tesla Lounge. Das ist ganz stylisch hier. Hier laden wir noch ein bisschen auf, bevor ich den Wagen nachher abgebe. Wir haben jetzt noch 17% im Akku hier beim Model S. Da würde ich gerne schon ein bisschen mehr im Akku haben, wenn ich ihn abgebe. Und ja, dann bin ich den Wagen leider endgültig los. Und danach fahren wir dann mit dem Model Y zurück nach Hause. Das sind ja wieder diese rund 800 Kilometer. Und dann laden wir natürlich wieder nur an Ionity, wenn es geht. Mal sehen, ob wir heute warten müssen. Es ist ja heute Freitag, also kein Feiertag. Da sollten wir hoffentlich eigentlich besser durchkommen. Ja, das ist also das letzte Kapitel mit meinem alten Model S 75. Echt schade drum. Es war ein super schönes Auto, aber ich habe ja ein neues und das ist natürlich auch nicht schlecht. Und ja, ich melde mich dann wieder von unterwegs, wenn wir mit dem Model Y auf der Strecke sind. Bis gleich. So, jetzt ist es 1 Uhr, wir haben alles erledigt, der Wagen ist jetzt abgegeben und wir fahren jetzt nach Hause. Die erste Etappe führt uns Richtung Ionity auf die A7 und zwar ist das Ding, wie viel Kilometer entfernt, muss man kurz mal gucken. 253 Kilometer ist das jetzt entfernt, die nächste Ladestation. Wir haben 98% im Akku, gerade noch am Supercharger Bregenz vollgeladen. Und kommen mit 25% da an. Also locker, in 2 Stunden 30 Minuten müssten wir da sein. Ja, so ist das. Wir haben nur ein Backfischbrötchen gegessen und sind jetzt schon wieder deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben 75% in 25 Minuten bekommen und fahren jetzt nach Kirchheim. Das ist von hier aus so rund 182 Kilometer. Da ist wieder Ionity, liegt gut auf der Strecke und ja, wir sind in knapp einer Stunde 50 da. So wie ich Nasillas Fahrstil kenne, geht das schneller. Also ich würde mal sagen anderthalb Stunden. Jetzt gerade aushalten auf die Auffahrt. Und aktuell sagt das Navi, mit 27% kommen wir an, also viel zu viel, viel zu viel. Wir könnten natürlich auch weiterfahren, den nächsten nehmen. Irgendwie muss ich mal raussuchen, ob da jetzt auf der Strecke da einer günstig liegt, ansonsten Supercharger. Aber wir wollten ja Ionity nehmen auf der Rückfahrt.
genau wie auf der Hinfahrt. Und hier in, wo waren wir nochmal? Wie hieß das Ding? Habe ich schon wieder vergessen. Keine Ahnung, Ionity. Die waren auf jeden Fall alle frei. Vier Stalls, alle vier waren frei. Und als wir dann angesteckt haben, da kam noch ein zweites Model 3. Aber sonst waren alle frei. Das war schon mal sehr gut. Ja, und 180 Kilometer war mir dann doch irgendwie zu nah. Ich habe jetzt noch ein bisschen umgeplant. Wir laden jetzt ein bisschen später. Das ist in Buxhagen, Eurorastpark, irgendwie bei Kassel die Ecke. Das sind jetzt von hier aus noch 215 Kilometer. Dauert dann 2 Stunden jetzt noch. Und da kommen wir jetzt mit 10% an. Naja, mal gucken. Also auf jeden Fall ist es Allego, aber die haben Alpitronic da. Sollte also klappen. Ja, wir sind jetzt in dieser Europa-Raststätte Guxhagen. Das klingt irgendwie nach Cuxhaven, finde ich. Neben uns steht ein 100% elektrischer Transporter von GLS und lädt hier nicht. Doch, der lädt. Oh, ist gar kein Stecker. Doch, er lädt. Ja, natürlich. Entschuldigung, er lädt. Alles gut. Und wir haben jetzt hier, was haben wir denn? 163 kW gerade. Wir sind bei 30%. Wir müssen noch bis knapp 70 hoch. Ein Ladestopp machen wir noch, das ist ja jetzt erst unser zweiter und wir haben schon 480 Kilometer geschafft in, was haben wir denn? Wir haben 17.44 Uhr, also in 4 Stunden 40 haben wir 480 Kilometer geschafft. Also wir sind immer relativ zügig gefahren und Hildesheim, da ist ein ENBW Ladepark. Hyperhub nennt sich das Ding. Da fahren wir als nächstes hin. Das ist nur 140 Kilometer entfernt. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht so viel laden. 70% ist eigentlich viel zu viel. 1% haben wir. Ich glaube, wir müssen nur bis 50 hochladen. Aber eigentlich wollten wir noch einen Kaffee trinken. Aber ich habe nämlich keinen gehabt seit dem Frühstück. Und wenn wir das machen, dann haben wir wieder viel zu viel im Akku. Mal gucken, vielleicht kriegen wir einen To-Go oder so, den wir da mitnehmen können. Auf jeden Fall, jetzt klemmen wir jetzt schnell ab. Also ich meine hier die Kameras, damit wir uns schnell einen Kaffee holen können, damit wir nicht zu viel laden. Wir wollen ja auch nicht länger stehen als nötig. So, on the run, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns jetzt wirklich in 10 Minuten noch schnell einen Kaffee To-Go besorgen können und sind jetzt bei 57%. Und wir kommen jetzt schon wieder mit 22% da an nach 141 Kilometer bei diesem ENBW Ladehub. Ladestress ist das. Es ist schon fast Ladestress. Also, ja, jetzt, wie gesagt. Gerade ausreiten auf die Auffahrt A7. Da müssen wir jetzt noch eine Stunde 20 fahren. Und dann machen wir den dritten Stopp, den letzten. Da laden wir dann noch bis Bremen quasi den Rest. Und dann geht es quasi auf die letzte Etappe. Jetzt haben wir es gerade so 17.58 Uhr. Und dann sind wir um 19.15 Uhr wahrscheinlich da. Und dann noch 2 Stunden bis Bremen. Also es ist extrem schnell wieder die Rücktour. Also vielleicht schaffen wir es knapp in 8 Stunden. Bin gespannt. Ja, und vor uns ist jetzt leider ein Stau oder vielleicht eine Sperrung. Auf jeden Fall wurde die Ankunftszeit immer länger. Und jetzt hat das Navi uns umgeleitet und von der Autobahn runter, kurz vor dem Stau, ein bisschen durch die Gegend, durch die Pampa. Ja, da haben wir eine Viertelstunde verloren jetzt dadurch, weil wir jetzt irgendwie Landstraße fahren müssen. Aber gut, besser als im Stau zu stehen.
So, letzte Etappe, Leute. Und ich bin extrem begeistert hier von dem Model Y. Also was er heute macht, ist wirklich sehr beeindruckend. Also wir haben jetzt auf 50% hochgeladen, weil wir haben noch 150 Kilometer bis nach Hause. Und er sagt mir, ich komme mit 23% Rest an. Also sagen wir mal 20%. Das heißt, 150 Kilometer, da brauche ich 30% Akku. Das würde bedeuten, 300 Kilometer, 60% Akku. 450 Kilometer, 90% Akku. Und das auf der Autobahn? Irgendwie raff ich es nicht. Also ist ja eine mega Reichweite, was dieses Teil heute hat. Gut, wir haben jetzt 18 bis 20 Grad, super Bedingungen. Aber irgendwie finde ich das mega beeindruckend. So, wir sind gestern Abend fast Punkt 9 Uhr zu Hause angekommen. Das bedeutet, dass wir von Bregenz bis Bremen ganze 8 Stunden gebraucht haben im Prinzip, weil wir sind ja 13 Uhr losgefahren und 21 Uhr waren wir da. Eigentlich war es sogar ein paar Minuten kürzer. Und das ist für ein Elektroauto eigentlich ein sensationeller Wert. Ich meine, 8 Stunden, das war ja mit 3 Ladepausen, Leute. Und der Witz ist, wenn man bei Google Maps die Strecke Bremen-Bregenz mal eingibt im Routenplaner, dann sagt der Routenplaner, dass man auf Verbrennerbasis gerechnet 7 Stunden 50 ungefähr braucht. Und wir waren im Prinzip nur 10 Minuten länger unterwegs. Ja, also Wahnsinn. Das liegt natürlich auch daran, dass Nasilla hier sehr schnell gefahren ist und wir auch schnell laden konnten. Die Ladepausen waren wirklich total kurz hier mit dem Model Y. Also mal 25 Minuten, mal 15 Minuten und nochmal irgendwie 18 Minuten oder umgekehrt. Auf jeden Fall waren das extrem kurze Pausen und die Etappen dazwischen relativ lang. Ja, und dann klappt das plötzlich. Außerdem war der Verkehr total gering. Wir konnten wirklich gut durchfahren und eben auch schnell fahren. Und bei dem Verbrauch hier von dem Model Y, da passiert es dann, dass man im Prinzip fast so schnell unterwegs ist wie ein Verbrenner. Wir haben nämlich hier auf der gesamten Strecke von 1581 Kilometer hin und zurück einen Gesamtverbrauch von 20,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, und das, obwohl wir, wie gesagt, auf der Rücktour sehr, sehr oft 150, 170 und sogar mal 180 gefahren sind. Das ist ein super Wert. Und eine weitere Erkenntnis ist natürlich, dass das alte Model S 75 von mir da natürlich nicht mithalten konnte auf der Hinfahrt. Da war das Model Y tatsächlich mindestens 45 Minuten schneller. Auch die Ladeinfrastruktur jenseits der Tesla Supercharger hat im Prinzip ja wunderbar funktioniert, bis auf diese eine Situation auf der Hinfahrt, wo wir hier mit dem Model Y tatsächlich warten mussten, auch sehr lange warten mussten in Lutherberg. Also da waren 3 Autos vor uns, glaube ich, und das war dann Nasilla auch echt zu lang. Da war sie ein bisschen zu ungeduldig. Habt ihr ja gesehen, dann haben wir uns dann doch noch an Supercharger angeschlossen. Aber alle anderen Ladungen haben wir halt nicht an Superchargern gemacht, meistens Ionity. Aber auf der Rückfahrt war eben auch Allego dabei und einmal ENBW. Also von allen Ladenetzen, die so gebräuchlich sind, fast irgendwas dabei. Alles hat gut funktioniert und wir mussten nicht warten. Alle Plätze waren im Prinzip frei. Das hat wirklich gut geklappt und da kann man sagen, da muss man auch als Nicht-Tesla-Fahrer eigentlich mittlerweile, was das Ladenetz an Autobahnen angeht, keine Sorgen haben, wenn, ja und jetzt kommt das Wenn, wenn man nicht an Hotspot-Tagen unterwegs ist, wie so einem Feiertag, also Christi Himmelfahrt, und natürlich dann auch an Hotspot-Ladestationen. Also Lutherberg ist eben auch so zentral gelegen an der A7 und mit den 6 Ladepunkten von Ionity, da ist das einfach zu wenig. Andere Ladestationen an der A7, die sind dann nicht so hoch frequentiert. Da sind dann nur 4 Ionities und alle sind frei. Also es gibt eben so ein paar bestimmte Positionen, wo man unbedingt das Ladenetz ausbauen muss. Gerade da, wo so Knotenpunkte sind. Und das reicht sonst nicht auf Dauer. So viel also das kurze Fazit unseres Videos. Und ich hoffe, der Roadtrip hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.